Na gut, die schusselige Dame ist zwar nicht mehr da, aber Windtrop wird bestimmt noch da sein. Solange seine Taverne steht, wird er ja auch da sein. Na, wollt ihr nicht rein? So, und jetzt ihr auch rein. Okay. Ja, da ist er doch. Obwohl, nee. Immun, willst du deinen alten Chef nicht mal begrüßen? Aha, da ist ja der Halunke. Richte mal die kleine Peitsche ein und dass jeder Sprung zählt. Ja, er und seine Witze. Windtrop, alter Witzbold, hätte ich einen Pfeil für jeden dieser Streiche, die ihr mir ständig spielt, wahrscheinlich einen Köcher voll haben. Ach, ich weiß nicht. Würde ich jeden Fall eine Menge Pfeile haben. Gut, euch zu treffen, mein Freund. Ja, da hättet ihr mich ganz schnell aus dem Geschäft geworfen. Schön, euer altes Koboldgesicht wiederzusehen. Jetzt erzählt mal, was ihr in letzter Zeit so gemacht habt. Ich versuche schon eine ganze Weile herauszufinden, wer hinter der Metallkrise steckt. Eine Händlergilde ist irgendwie darin verstrickt. Der Eisenthron. Wisst ihr vielleicht etwas über sie? Tja, der Eisenthron. Es gibt wohl kein größeres und hinterhältigeres Handelskonsortium in allen westlichen Reichen. Wegen ihrer unehrenhaften Praktiken sind sie aus Kormyr verbannt worden. Aber dadurch sind sie nur noch schlimmer geworden. An eurer Stelle würde ich mich von denen fernhalten, wenn euch euer Leben lieb ist. Ja, na wirklich fernhalten können wir uns nicht. Na gut, gucken wir mal, ob er Neues im Angebot hat. Ne, nur die ganzen alten Sachen. Und das Luchsauge, das wir vor 130 Folgen an ihn verkauft haben. Ich sag ja, die Händler ändern ihr Inventar nie. So, aber wir hatten nichts zu verkaufen, ne? Jede Menge Sachen zu identifizieren, aber na gut, schlafen wir einmal königlich. Düner hier, identifizieren mal. Was ist das für ein Ring? Ring der Handlungsfreiheit. Also ähnlich wie der Zweihänder, der er schon hat. Dann geben wir den Ring mal. Ja, Düne hier selbst. Weil wenn sie verstrickt ist, ist sie eigentlich tot, weil sie nicht mehr weglaufen kann. Und du bist eine Hellebarde plus 2. Du zielst als Speer. Heißt, Minz könnte das. Ach nee, wir haben ihm Axt gegeben. Ja, stimmt. Immer die falschen Entscheidungen. Haben wir bisher überhaupt eine einzige Axt hier in dem Spiel gesehen? Ah ja, doch, die eine Magiebrechen-Axt, die nicht wirklich funktioniert. Naja. Armbänder AK7 brauchen wir auch nicht. Wir haben alle schon bessere Sachen. Das wird ein Teleportationsstein, quasi ein Schlüsselstein sein. Nochmal schlafen. Obwohl, immerhin. Nochmal königlich. Jupp. Wenn wir schon 184 Tage verschwendet haben, können wir ruhig noch ein, zwei Tage extra verschwenden. So, das muss noch identifiziert werden. Und, naja, der Ring, aber das wäre es hier bestimmt. Ja, Schutzring plus 1. Du bist ein Blitzzauberstab und du bist ein Schlüsselstein. Eins Schlüsselstein. Ausgang 1. Ausgang 2. Der Rest ist irgendwie farblich markiert. Was haben wir hier? 1. Oh, dann können wir die stacken, wenn wir Glück haben. Ja, schön. Nochmal Platz gespart, das ist immer gut. So. Ah ja, genau, der Zwerg. Der gehört hier nicht her. Ihr wart ohne Erlaubnis Wegsoldat. Erwartet ihr dafür eine Vergebung? Ja? Vergesst es. Ich will 500 Liegestützen sehen und zwar sofort. Ach, das ist der Zwerg, der uns geschickt hat, die Ratten zu töten in dem Lagerhaus, wo wir eben waren. Ja, 500 Liegestützen, das ist hoffentlich ein Scherz in einem Plattenpanzer. Verdrießlicher, widerlicher Rattenmist, das seid ihr.
Sehr charmant. Na gut, gucken wir mal kurz nach oben, ob da was Neues ist. Nö, nur Gäste. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Doppelgänger, wenn sie jemanden übernehmen, sich nicht in ein Bett legen und einfach nur schlafen werden. Nö, nichts Neues. Wir könnten jetzt zwar immer hochschicken und gucken, ob da irgendwas Wertvolles bei ist, aber wir brauchen nicht mehr wirklich Gold. Oder? Geht. So, also, was gab es hier noch? Hier unten war die Kaserne. Und noch ein Haus, wo wir angegriffen wurden. Dann war unten rechts noch die Heilerstube. So, hier ist. Was ist hier? Kaserne. Genau, hier hatte der Hull sein Schwert liegen lassen nach seiner durchzechten Nacht. Wer bist du? Hull, wenn man vom Teufel spricht, ne? Ihr dreht ihn am Türknopf und aus der Kaserne ertönt eine gedämpfte Stimme. Hau ab, du Affe. Okay. Sehr charmant. Was hast du zu sagen? Dass ich dieses Gesicht noch einmal zu sehen bekomme, hätte ich nicht gedacht. Als wir von Grinds Tod erfuhren, wollten Fuller und ich die Leiche bergen, aber ihr wart nirgends zu finden. Ich weiß nicht, was euch in jener Nacht widerfahren ist, aber Grind starb einen edlen Tod, als er euch davor bewahrte. Was in jeder Nacht geschah, ist mir immer noch ein Rätsel. Wir gerieten in einen Hinterhalt und er sagte, ich solle rennen. Und das tat ich. Gut, dass ihr das getan habt, Kind. Sonst könntet ihr heute nicht mit mir darüber sprechen. Es ist noch nie eine Schande gewesen, ab und zu wegzulaufen. Das hilft uns nicht wirklich weiter. Ist trotzdem demotivierend. Dass unsere erste Tat außerhalb der Mauern war, wegzulaufen, wenn unser Vater stirbt. Schlafbaracke. Na, gucken wir da mal rein. Er. Ja, er war der ein wenig weicher gesinnte Mönch. O Gerogon, ich habe gehört, dass ihr zurückgekommen seid. Wäre es nur nicht in so finsteren Zeiten? In Kerzenburg braut sich was zusammen. Eine unausgesprochene Panik macht sich unter denen von uns breit, die diesen verhexten Hallen noch ihr Zuhause nennen. Ich flehe euch an, hilft uns. Alles, Pader, sagt mir nur wie. Wie? Wie? Wenn ich das nur wüsste. Geht und seht euch um. Ihr wart eine Zeit lang fort. Ein halbes Jahr. Vielleicht sehen eure Augen Dinge, die wir nicht bemerken. Wir sind hier schon zu lange. Wir sind blind gegenüber dem Übel, das es. Denn es macht sich langsam breit und schleicht sich in unser Bewusstsein. Es ist trotzdem da. Meine Augen können es zwar nicht sehen und meine Ohren nichts nicht hören, aber alles in mir schreit in diesem Wissen, dass es da ist. Und nun still. Es darf niemand erfahren, dass wir miteinander gesprochen haben. Naja, wir haben ja quasi schon Beweis, den Katzenfresser oder Katzensezierer oder was auch immer. Na gut, gehen wir weiter. Fehlt jetzt noch die Heilerstube, die hier unten rechts war. Bist du wieder Hull? Nö, nur eine Wache. Da kann man nicht rein, okay. Da konnte man aber rein. Das war letztes Mal ein bisschen voller hier. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Ah, Fuller. Das ist der Vorgesetzte von Hall. Auf jeden Fall anderer Soldat. Das gibt's doch nicht, wenn da nicht jemand eine Geschichte zu erzählen hat. Was habt ihr in letzter Zeit so getrieben? Ich habe versucht, dieser Metallkrise auf den Grund zu gehen. Ich bin noch dabei, die letzten Stückchen zusammen zu puzzeln, aber der Eisenthron hatte auf jeden Fall seine Hand im Spiel. Der Eisenthron? Zwei von ihren Anführern sind gerade in der Hauptburg. Ihr wisst hoffentlich, was ihr tut, denn Kerzenburg ist nicht der richtige Ort für falsche Anschuldigungen. Hört zu, warum tun wir nicht einfach so, als hätten wir das Thema nie zur Sprache bekommen, ja?
Na gut. Was ist mit dir? Entschuldigt mich, aber ich komme zu spät zu meinem Unterricht. Heda, keine Zeit zum Reden. Ich habe Berge von Geschirr zu spülen. Das hattest du vor einem halben Jahr auch schon. Armer Kerl. Okay, dafür wird er nicht mit Feuerbällen beschmissen und Blitzpingpong, was weiß ich. Hat wenigstens seine Ruhe da in seinem Kämmerlein. So, wir sind jetzt einmal rum. Dann bleibt jetzt nur noch der innere Kreis. Seid gegrüßt, Oh, ich bin hallo. Gary, ein Besucher der Kerzenburg, genau wie ihr. Der hatte mal eine komische Stimme. Seid gegrüßt, ich bin Kedderly, ein Besucher in Kerzenburg wie ihr selbst. Wir sind keine Besucher, wir kommen hierher. Entschuldigt, wenn ich nicht so förmlich bin, aber die Reise war lange und gefährlich und durch meine Arbeit fühle ich mich so viel älter. Darf ich euch nach eurem Namen fragen? Ich bin sicher, dass ich euch schon mal gesehen habe, aber wo genau weiß ich nicht. Na gut, wenn es ein Attentäter ist, dann können wir ruhig den Namen sagen, dann greift er uns wenigstens an und wir haben es hinter uns. Ich bin Gerugon und seit vielen Jahren nenne ich diesen Ort mein Zuhause. Gerugon? Dann kenne ich euch gut, obgleich ihr auch Schwierigkeiten haben mögt, euch zu erinnern. Ich war vor Jahren zum letzten Mal hier und habe mit eurem Ziehvater gesprochen, während ihr euren Pflichten nachgegangen seid. Ich bin eigentlich nicht viel älter als ihr. Bestimmt könnt ihr es nicht mehr hören und unzählige Leute haben euch dasselbe erzählt, aber Grine war mir wohl bekannt. Sein Tod wurde von vielen betrauert. Ja, das stimmt auf jeden Fall, was wir jetzt gleich sagen. Ich habe Mitleid erfahren von manch einer Person, die ich vorher nicht kannte. Wer war er, dass er solche Bewunderung weckte? Es handelt sich dabei einfach nur um Respekt. Gurain hat meinem Volk so manchen Gefallen getan. Als ich zum letzten Mal mit ihm gesprochen habe, kannte ich seine Kollegen selbst kaum. Doch wer harft, beschränkt sich gerne auf sein eigenes Umfeld, auf sein enges Umfeld. Das wird wahrscheinlich eine Anspielung auf die Harfer sein, also diese Gilde, die sich überall gerne einmischt. Und zu denen anscheinend auch Shahira und Karl Kontakt haben. Denn wir wurden ja auch in Baldur's Tor schon von einem von ihnen angesprochen und die kannte den. So. Nach dem, was ich gehört habe, war er ein langjähriges Mitglied. Euch hat er wahrscheinlich nichts gesagt, weil er euch eine möglichst normale Kindheit verschaffen wollte. Ich nehme an, dass sich alle Eltern wünschen, ob es sich dabei nun um ihr Kind handelt oder auch nicht. Also meine Tochter darf ruhig alles erfahren, was meinem Leben angeht, aber gut. Ich habe aber noch niemanden getroffen, der mir gesagt hat, er hätte es auch erreicht. Wie steht das bei euch? So gut, wie man es erwarten kann, obwohl ich viel über mich erfahren habe, das vielleicht lieber verborgen geblieben wäre. Naja, was haben wir über uns bisher erfahren? Nur lauter ominöse Anspielungen, wir wissen immer noch nicht, worum es wirklich geht. Wenn ich doch für jeden eine Goldmünze bekommen hätte, der mir das schon gesagt hat. Ich bin ganz sicher, dass deine Probleme sich von meinen unterscheiden, aber wir müssen alle unsere eigenen Hürden überwinden. Wir haben alle eine Seite, die nicht zu oft ans Licht kommen sollte. Es zählt nur, wie viel Stärke du dieser Seite zubilligst. Pah, solche Worte sollten in Kursen und Meditationen gesagt werden, nicht in Treffen wie diesen. Und ich werde jetzt gehen. Werde dich vielleicht vor meiner Abreise aber noch sehen. Die Bücher in Kerzenburg sind endlos, daher werde ich mindestens 10 Tage aufhalten müssen. Es gibt einige im Inneren der Burg, die mit dir sprechen wollen, also solltest du dort einmal vorbeigehen. Leb wohl, mein Freund. Ja, war wohl kein Attentäter. Oh, und da ist die verwirrte Frau. Zauberin, Schrägstrich, Angestellte, keine Ahnung. Flüdi halt. Oh, hallo, habt ihr mein Buch gesehen? Nein, warte, das habt ihr ja schon gefunden, nicht wahr? Ach, ich weiß auch nicht mehr. Ihr wart in letzter Zeit nicht hier, oder? Nein, seit Gorian tot ist, war ich nicht mehr dort. Gorian, ja natürlich. Tut mir leid, wenn ich mich schon wieder so ungehobelt benehme. Gorian war ein weiser Mann. Und er hat euch offensichtlich bessere Manieren beigebracht, als ich das jemals gekonnt hätte. Soll es jetzt eine Anspielung sein, dass Gorian was mit ihr hatte? Na gut, flitzen wir einmal kurz hier, obwohl nicht wir, sondern nur Georgan. Einmal hier im Kreis, um zu gucken, ob noch jemand Der Herr des rumsteht. Todeswettschwerden Ah, ja, die Jungs sind immer noch am Singen. Und sonst, wer war hier noch? Ah, der eine Kollege von Firebeat.
Wo ist Firebeat übrigens selber? Hm. Na gut, deine Kollege von Firebeat war hier, der uns die Schriftrolle gegeben hatte. Aber das war's auch schon. Sonst ist nur auf der Treppe uns Immun entgegengelaufen, aber Immun ist hier schon dabei. Jo, dann bleibt auch hier nichts mehr zu tun. Müssen wir wohl reingehen. Alle schön im Entenmarsch. Jupp, so soll's sein. Aber bevor wir reingehen, nochmal speichern. LP 88.